Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, Leute, und herzlich willkommen zu Just Cause 3. Endlich wieder, und zwar heute mit der Mission Überläufer, die hier schon direkt vor mir ist. Und ich würde sagen, wir legen da gleich mal los. Und danach machen wir vielleicht noch die Stadt platt. Irgendwas. Wenn, kommt drauf an, wie lang die Mission ist. Guter Mann, danke. Und ich war nicht mal auf der Tanzschule, ob Sie es glauben oder nicht, hä? Und jetzt passen Sie auf. Dieser Hüftschwung. Ich verstecke mich in aller Öffentlichkeit. Gut, was? Also dein Hüftschwung ist noch ausbaufähig. Sein Spinner. Hier stehen viele Militärfahrzeuge rum. Ich glaube, ich leih mir eins aus. Bereit? Du willst, dass ich mitkomme? Wir werden nicht Frigo und etc. ohne Mario Frigo. Ja, gut, klauen wir ein Militärfahrzeug. Vielleicht ja ein gepanzertes, aber keinen Jet oder Helikopter. Mir ist noch ganz schummrig von meinem Hüftschwung. Hey, und kein Panzer. Ich habe ein bisschen Platzangst. Und er tanzt auch noch weiter. Was will er jetzt? Mario ein Militärfahrzeug bringen, okay. Eben war doch noch eins hier. Ja. Aber wir, ja, genau, davon ist ja schon eins. Und da haben wir schon unser erstes Militärfahrzeug. Hey! Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Weg! Steig ein! Ja, okay, er kümmert sich wenigstens hier um den Verkehr. Gefällt mir. Er ist zwar nicht gepanzert, aber die Kunstledersitze sind saubequem. Was ist denn da dran nicht gepanzert? Kunstledersitze. Ein Plan, die Seiten zu wechseln, wurde aufgedeckt. Ich brauche Personenschutz. Okay, jetzt müssen wir uns um den Überläufer kümmern. Der Typ ist wichtig. Lassen wir ihn nicht sterben. Einen von der anderen Seite quasi, der überlaufen will, und wir müssen den jetzt retten. Außerdem hat ihm Dima 5 amerikanische Dollar versprochen. 5 amerikanische Dollar. Millionen. Sag ich doch, 5 Millionen. 5 Millionen. Lass mich in Ruhe! Hilfe! Bam, gleich mal 2 platt gefahren. Den Rest machen wir so. Vielleicht muss er dann doch gleich in den Heli rein. Wo ist denn der? Der ist, waren doch alle. So. Oh nö. Bitte kein Heli. Heli für mich. Okay. Wir können jetzt landen, oder müssen wir den Mario irgendwie mitnehmen? Ich hab schon gedacht, shit, wäre auf der Hecke gelandet. So. Da ist der Überläufer. Was will der Mario? Ich glaube, wir müssen jetzt einfach nur noch kurz warten hier und dann erledigt sich unser Problem von selbst. Wenn es gut ist. Ja, einfach noch kurz die Landschaft genießen. Okay. Ich bin Dr. Sino Antivicara aus Tiravellos Bavarium Abteilung. Wo finde ich den bewaffneten Widerstand? Ich habe vor, überzulaufen. Sind Sie mein Begleitschutz? Sein Begleitschutz. Ich bin Rico Rodriguez. Das ist Mario Frigo. Bondi. Mario, hol den Wagen. Sino, können Sie einen Helikopter fliegen? Ja, wenn es sein muss. Dann können die auf 2 Ziele schießen. Ziele? Ich hoffe, die Maus war jetzt eben nicht die ganze Zeit im Bild. Meine Kollegin Dima hat versprochen, sie würde meine Flucht in die USA arrangieren.
Mario fährt oder was? Ja, okay. In Alleinlage und... Wie wär's damit? Sie werden nicht sterben. Nein, was... Springt er da aus dem Heli raus? Doch. Knallen wir erstmal hier so ein paar Autos ab. Wenn wir das hier mal gescheit... So, einer. Aber dem General geht es bei unserer Forschung nur um Waffen. Er hat mich gefoltert und einige meiner Kollegen getötet. Also, muss ich überlaufen. Klingt nett nach einem tollen Arbeitgeber. Wir schaffen sie hier im 0, nix weg. Okay, den haben wir auch. Ich hoffe nur, dass der Mario da unten durchhält. Weil der hat ja schon wieder seine Probleme. Dem anderen geht es ja, glaube ich, recht gut. Ja, hallo. Nein, Stadt. Okay, der... Du musst halt gucken, dass der Mario nicht aus seinem Ding da rausgeht. Weil den trifft es ja eigentlich schon ziemlich schwer, habe ich das Gefühl. Wenn der andere da immer mit seinem Heli direkt im Weg rumfliegen wird. Oh Gott. Warum... Ja, ich flieg auch gleich auseinander hier. Ja. Aber wie es mir geht hier, es interessiert ja keinen. Das ist eine Flak. Zeno, fliegen Sie nicht zu nahe ran, bis ich sie erledigt habe. Ich werde hier natürlich wieder von allen Seiten beballert. Okay, jetzt kann ich aber, oder? Oh Mann, wer ballert mich da noch ab? Aber gut, dass ich den Heli vorhin dabei hatte. Ich meine, die Hälfte davon wäre ja abgeschossen worden. Also, der Mario wäre ja stärker abgeschossen worden. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall so einen Flak für uns. Da liegt mein Heli. Und das Ding sieht auch schon ziemlich gearscht aus. Ach, ich flieg einfach mal hier per Wingsuit. Wir werden es nicht schaffen. Keine Sorge, Doc. Ich arbeite daran. Und Rico ist auch hier. Ja, aber der hat gerade kein Heli mehr. Hey, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Der da oben ist jetzt... Oh nein, das Ding explodiert gleich unten drunter. Oh, so ein Mist. Und jetzt wird der auch noch... Okay, Leute, nochmal alles von vorne. Okay, wir dürfen wenigstens hier ab der Stelle wieder anfangen. Aber lass mich doch drauf, du Depp. Fahr nicht so schnell. Diesmal, zum dritten Mal, schießen wir nur noch mit ganz normalen Waffen, weil das scheint anders nicht mehr zu gehen. Weil ich glaube... Der explodiert immer, wenn ich irgendwas neben ihm explodieren lasse. Ist ja auch irgendwie logisch. Aber ich habe es mir mal anders erlebt. Da hat es nämlich immer geklappt. Ich meine, wenn sie so weit weg sind, dann ist ja in Ordnung. Tschüss. Wenn der wenigstens eine Heli hätte, der funktioniert. Also, wisst ihr, was ich meine? Der was bringt, so ein. Ich kann mich doch nicht um alles. Wenn ich den hier wieder alleine lasse, Mario, da kackt der ja auch wieder ab. Noch scheint er sich aber ganz gut zu halten. Den hier noch abschießen, komm. Wir sind hier. Hilf uns, den Rest von die Rolle des Truppen zu erledigen. Den schnappen wir uns mal kurz. Dass er nicht hier so mehr Unheil macht, als er sowieso schon gemacht hat. So. Ah ne, das sind meine. Okay, dann richten wir uns mal hier auf die. Immer wenn der landet, hört er sofort auf zu schießen. So. Einmal. Zweimal. Okay.
Auf jeden Fall haben wir es, glaube ich, geschafft. Ganz schön nah an der Mauer. Wir wurden gewisse Versprechungen gemacht. Mir wurde Geld zugesagt. Und Land. Wir können Sie zu General Di Ravello zurückbringen, wenn Sie wollen. Dima, du Miststück. Du hast mich reingelegt. Vielleicht so beleidigend werden. Überläufe haben wir geschafft, okay. Dann. Rico, wir treffen uns bei Vis Elektra. Boah. Ja, okay, das machen wir dann nächstes Mal. Hier haben wir ein schönes Mondfeld. Dann machen wir das nächste Mal. Hier sehe ich auch schon, dass irgendwas los ist. Aber das große Geheimnis von Vis Elektra, das kommt dann als nächstes. Und wahrscheinlich wieder ein bisschen Stadtzerstörung. Muss mal gucken, wie wir das machen. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat und ihr natürlich noch mehr Just Cause Videos sehen wollt und andere Videos, lasst einen Daumen und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und Kommentare schreiben natürlich nicht vergessen. Bis dahin, tschüss.